Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. In der letzten Folge haben wir gegen den, ich habe den Namen vergessen, Diablos gekämpft, dieses Triceratops Bivan-Viech. Und ja, ich habe es geschafft, zwei Rathalos-Krallen zu bekommen. Es hat auch überhaupt nicht geholfen, dass nach jedem einzelnen Kampf ich immer nur eine einzige bekommen habe. Und ja, haben wir das schon mal erledigt. So. Ich will auf keinen Fall, dass irgendein Monster hier wieder alles niederreißt. Du musst eine Arbeit und ich meine, ich war aufgeregt wegen einer Arbeit. Hauptsache, blablabla. So, kann ich wieder mit Leuten sprechen? Jetzt bekomme ich wahrscheinlich neue Quests, ne? Hey, du kannst mich nicht täuschen. Ich weiß, dass du beschlossen hast, es selbst mit den Cealois aufzunehmen. Du weißt schon, dass die Gilde deine Lizenz zurückziehen kann, wenn du dich Befehlen widersetzt. Du dürftest weder Jagdgebiete betreten noch Basislager nutzen, Infos über Monster beziehen oder Waffen reparieren. Und das Geld, auf Wiedersehen, Einkommen und auf dem, und auch auf Wiedersehen, Transport. Und du willst es trotzdem tun? Oh, dumme Frage, natürlich willst du. Du musst aber wissen, dass der Beschluss der Gilde auf zu zuverlässigen Informationen basiert. Die reagieren nicht über. Sie haben den Drachen gesehen und sie wissen, wozu er fähig ist. Ist genau wie sie sagen, der Cerdeus ist zu stark und dass ihn ein Jäger in einen fairen Kampf besiegen könnte. Wenn du ihn vertreiben willst, brauchst du die Hilfe des gesamten Dorfes. Zuerst musst du also den Chef und die Dorfbewohner zusammentrommeln und sie auf deinen Plan einschwören. Und alle sagen, vergiss jetzt nicht, sie weg hier, dann musst du versprechen, das zu respektieren. Verstanden? Ja. Großartig, ich verlasse mich auf dich. Was sollst du weiterjagen, wie immer? Die Gilde soll glauben, dass die Lage nicht so ernst ist, wie sie aussieht. Kannst du mir folgen? Das ist kein echtes Lügen, das ist ein Missverständnis schaffen. Ich bin eine ehrliche Frau, weißt du? Okay, ich kann also noch hier Dinger machen. Jage ein Rathalos. Ich hab... Was? Jage ein Rathalos. Warum? Jetzt woanders? Zorn des Vulkan, Urogan, Aknaktor. Okay. Zorn des Vulkan. Wo ist denn das? Im Vulkan, okay. So, ich kann mit noch niemanden reden. Okay, dann machen wir einfach weiter wie zuvor. Kämpfen gegen noch mehr riesige Viecher. Vulkan, Feuerfreund, ja. Klingt nicht so schlecht. Boah, ich habe keinen Bock nochmal gegen Rathalos zu kämpfen. Der ist echt nervig zu bekämpfen. Wenn ich das gewusst hätte, ich jetzt nicht schon die Rathalos-Rüstung und so was alles geschmiedet. Weil, ja, wenn ich gewusst hätte, jetzt nochmal eine Quest kommt mit diesem Bastard, dann hätte ich so was von noch gewartet. Das kämpfen wir erstmal gegen dieses Oraktor-Dingenskirchenviech. Ich habe meine beiden Dings dabei, weil ich werde die brauchen, weil die Gegner, die werden so nervig jetzt. Die sind schon jetzt nervig. Diese Triceratops, diesen Diablos. Auch ganz schön schwer zu bekämpfen. Ich habe übrigens hier wieder mit meinem Drachentöter-Schwert-Schild rum. Ich habe mal versucht, hier gegen den Rathalos mit so Lodrov-Klauen zu bekämpfen, weil die irgendwie Wasserschaden machen. Und ich nahm an, das wird irgendwie mehr Schaden machen, weil der ist Feuer halt. War aber nicht so gut. Also wenn ich ja vergleiche, wie schnell die Gegner mit diesem Schwert hier tot sind, ja, dann war doch schon heftig. So, jetzt ist aber ein Problem. Ich weiß nicht, ob das Viech jetzt ein Drache ist. Das heißt, die Waffe könnte sehr schlecht ausgesucht sein. Gucken wir mal. Quest-Info. Hier. Monsterliste. Wo ist das? Hier. Urogan. Kampfwebern, die von Erz leben. Ich gehe jetzt mal im Felsen, so probe sie kleben sich am Wellenfels und Erz, bla, bla, bla. Okay, ist das vielleicht das Viech, das wir schon mal getroffen haben? Unsere erste Vulkanfolge. Der wird doch jetzt nicht da ganz oben sein, oder? Ich gehe jetzt da ganz oben hin, wenn der... Ah, ja, nicht. Bei der ersten Begegnung muss er ja an irgendeinem bestimmten Ort sein. Weil da kommt ja irgendwie die Cutscene. Und wenn der jetzt zum Beispiel hier das Gebiet betritt, dann kommt ja nicht die Cutscene oder so. Versteht ihr, was ich meine? Also, auswendig kenne ich das Spiel auch schon. Und ja, gucken wir mal hier. Vielleicht ist er ja ein 10. Wenn nicht, dann springen wir zu 5.
Nein, okay. Nacknacktor. Ja, wie hieß, davon kann ich schon lange irgendwie ein Rüstungsteil herstellen, glaube ich. Also, ja. Keine Ahnung, was das für ein Viech sein könnte. So, machen wir bei 3 und 1 nicht. Und in 6, glaube ich. Ernährt sich von Ärzten, vielleicht da. Nee, dann gehen wir mal. Ich glaube nicht, dass der in 1 direkt ist. Da wäre ein bisschen doof. Deswegen gehen wir zur 6. Mal schauen. Hoffentlich kriegen wir ihn schnell down. Die Kämpfe, die werden echt heftig hier. Will ich nicht nochmal gegen den Rathalos kämpfen? So, perfekt. Ja, das ist das rollende Viech, das wir schon begegnet sind. Auf unserer Erkundungstour. Ich dachte einen Moment, du hörst das Viech aus dem Intro mit dem Beulen. Oh nee. Kann die Dinger zum Explodieren bringen. Mein Gott, hast du ein Kinn? So Kinn Crimson. Also voll die Retard-Logik. Okay, jetzt sind die explosiven Sachen aber schon weg. Danke. So, erstmal wieder das Übliche. Du schreist jetzt wahrscheinlich schon erst, ne? So, komm her. Boah, gegen das Kinn kann ich gar nichts machen. Boah, kämpfst du jetzt so wie der Dingens? Der kämpft wie der Dingens hier. Wie heißt der? Duramboros. Mein Gott, warum sind hier so viele Dinger? Wo ist er? Was zum Teufel? Oh Gott. Mach das hier bitte nicht zur Gewohnheit. Jetzt weiß ich, warum ich hier so Fallgruben bekommen habe. Fallbomben. Bomben, ihr wisst schon, diese Fässer. Ich habe etwas sehr viel Stärkeres mitnehmen sollen. Wird schon gehen. Oh Mann. Fassbombe, genau. Kann ich den bestimmt reinrollen lassen, ne? Den Schwanz kann ich mir, glaube ich, abpacken. Also nicht abpacken, so wie. Aber ich kann mir abpacken, ihn abzuhacken. Ihr wisst schon. Hauptsache, du machst jetzt nicht so einen bescheidenen Angriff wie der Duramboros. In diesen Kreisen, ja. Und immer noch die dümmste Attacke aller Zeiten ist. Ich auch schon lange nicht mehr gegen gekämpft. Ist mir zu anstrengend zu bekämpfen, finde ich. Ja, mit dem Schwert kann ich. Ja, okay. Er ist nicht scharf genug anscheinend. War ich schon blaues oder was? Kann ja, aua, lange dauern. Ah, komm her. Aber wir können mit der Hauptstory weitermachen, ohne gegen den Rathalos kämpfen zu müssen. Weil letzte Fies ist ja dieses, wie heißt er nochmal, Zeidois oder Kaidois, wie ich. Also irgendwas mit Gott. Oh, komm her. Fall um. Ich kann nur deinen Körper angreifen, leider. Dein Kinn ist irgendwie zu stark. Dein Schwanz erreiche ich nie im Leben. Und ich glaube, gegen den kann ich auch nicht viel machen. Deswegen, ja, bleib mir nur der Körper. Kann ich mich mal wieder bewegen? Danke. Schon gefragt, wann du das mal wieder machst. Oh Gott.
Oh nein, der rollt sich. Bleibt er jetzt hier oder geht er da oben hin? Ich würde ausprobieren. Na, komm mal her. Hat nichts gebracht. Also ich dachte, da wird es jetzt vollbringen. Das Ding kaputt, hallo? Das hat Deodorant, also wo ich mich mit Deodorant heilen muss. Ernsthaft? Der rollt einfach weg. Ah, super. Die Frostbombe voll verschwendet. Deswegen nehme ich solche Dinger nie mit. Wahrscheinlich sollte man das hier bei einigen Kämpfen, die Kämpfe zu erleichtern. Ich vorstelle, der Kampf gegen den Durambos ist voll einfach, wenn man ganz viele Falken hat, um ihn da einzusperren. Oh, cool. Auf den Schwanz. Ja, toll, da kann ich gar nichts machen gegen. Aber Verschwendung. Au, wer war das? Boah, ihr Viecher, echt. Das Viech kann euch jederzeit fressen, ne? Aber trotzdem werde ich erst anvisiert. Das ist ja so typisch, Mann. Oh Mann. Hier. Oh, ich werde die ganze Zeit geheilt. Gut. Ja, ich habe irgendwie so ein paar seltene Waren aufgetrieben im Moggerwald und was hat jetzt für ein Zeug? Weil ich da habe ich ein paar neue Tänze für die Dingens geholt. Zum Teufel, was hat geplant? Weil nicht einer davon war irgendwie so ein Tanz, der abhält, dass sie irgendwie Sachen sammeln und ja, der versinkt da voll. Das ist irgendwie so, mit die mehr Tänze und so mehr Angreifen einsetzen, Angriffe einsetzen. Weil es ja auch mit dem direkt die ganze Zeit. Ich glaube, das liegt daran, dass sie jetzt ein bisschen öfter heilen. Der Troll, bitte nicht. Oh. Okay, du kannst rollen, ich weiß. Hast ja vom Durambos abgeguckt, ne? Nur anders. Ah, haut er mich mit seinen Kinn. Krieg die Krise, Mann. Ich kann auf deinen Körper draufgehen. Es ist voll schwierig, bei den schwierigen Monstern irgendwie was abzuhacken. Deswegen dauert das jetzt noch viel länger. Irgendwie. Die kaputt sauen, das finde ich voll nervig. Deswegen würde ich jetzt gerne die Story mal irgendwann zu Ende bringen. Weil Farm wird langsam doch etwas sehr zeitansprüchig. Gegner werden stärker und halten viel mehr aus. Ich kann viel schwieriger nur noch Sachen abtrennen. Also ja, wird alles sehr, sehr nervig. Deswegen können wir uns langsam mal so ein Ende nähern. Ich glaube, die Lagiakrus-Rüstung schon mal an. Ich glaube ja, ne? Das hätte ich hier nämlich erwähnt. Ja, ich habe die Lagiakrus-Rüstung an. Guck mal, hier hingerollt. Pff. Hat den voll überrollt, ey. Oh, Roadkill. Oh. Oh Mann. Ja, schon wieder beinahe. Oh nee, dann auch noch. Hier wird übrigens immer Schockfallen und Beruhigungsklamotten mit. Wenn ich die jederzeit fangen kann, wenn ich wollte, wenn ich möchte, was weiß ich. Aber das heißt ja erjage, also erjage. Obwohl ich die theoretisch trotzdem fangen könnte. Aber trotzdem. In Aufnahmen tue ich die erjagen. Das wollen sie doch alle sehen, oder? Okay, der macht irgendwas, der macht irgendwas. Was? Okay. Ich hoffe, das Ding macht ordentlich Schaden gegen den.
Sehr gut. Ja, oder ab. Ich hoffe, der kann sich nicht in den Boden einbuddeln oder so. Ach, schon wieder da, okay. Weil ich habe keinen Bock, den schon wieder zu verlieren. So ein blöder. Ey, mein Fassbaum ist immer noch da. Was zum. Dann komm mal her. Kannst du mal explodieren, wenn du. Jetzt ist er weg. Pff. Super. Boah, geh weg. Das ist gar kein Sektenvieh. Ich geb mir ja auch Nerven. Toll. Bringt irgendwie nichts. Ich krieg das Kinn nicht kaputt. Das ganz sicher kaputt machbar ist. Ich kann nur auf die Beine die ganze Zeit hauen und den Nadelschaden machen. Das ist so traurig. Ach man. Na. Was machst du da? Boah. Soll es nicht einsammeln, Mann. Oh, ist der behämmert. Auf dich immer mit deinem Kinn umzudrehen. Ich kann das nicht angreifen. Ist bestimmt da oben, ne? Okay. Jetzt schneller. Oh Gott! Oh hey, na? Er kann ihn nicht angreifen, Mann. Ich weiß nicht mal, ob das was bringt, wenn ich da angreife. Ich glaube nicht. Wenn mir so seine Klöten-Area. So, jetzt ein Farbball auf dich werfen. Wo ich dich schon wieder aus den Augen verliere. Ja, auch so ein Running Gag langsam. Jawohl. Aber bis jetzt kommen wir aber heilmäßig noch gut zurecht. Oh, was zum Teufel, du leuchtest rot. Das ist nicht gut, oder? Nein, der macht was. Ich brenne dadurch. Was zum? Wieso brenne ich dadurch? Boah, geh weg von mir. Oh Gott. Oh. Nicht Spam, Alter. Ich hab dein Kind angegriffen. Was machst du jetzt? Können die überhaupt Schaden dagegen machen? Meine Schakalakas, lass mich mal näher rankommen an dich. Ich meine, die haben ja nicht irgendwie so einen Schärfewert, oder? Haben die einfach von Natur aus, weiß ich nicht, den höchsten oder so? Wenn die dann automatisch irgendwann da angreifen, hat die dann irgendwie eine Chance haben, das kaputt zu machen. So, greif mal weiter da an. Das wahrscheinlich nichts bringt. Egal. Ich sehe nichts. Meine Güte. Oh. Ja, schon kaputt gleich. Brauche ich noch nicht. So. Warte, ich kriege dich. Dann hau ich dich und dann schlage ich ihn, dann huste ich und puste ihn ein bisschen weg. Dann puste ich dich hier von diesem Vulkan runter. Boah, das wird witzig aussehen. Was zum Teufel, ich habe den Schwanz kaputt gemacht. Ein bisschen. Ich glaube, das bringt aber nichts. Muss am Ende schon das ganze Teil irgendwie kaputt machen. Ne? Damit das abgeht. Boah. Sieht mal so ein bisschen aus wie das Vieh aus dem Intro, ne? Das ist bestimmt der letzte Gegner. Oder ist dieser Akinator, was weiß ich. Kennt ihr den?
den Typen, den man hier so Fragen stellen muss. Der sagt einen, ja, das ist der. Heißt du Akinator, ne? Ja, komische, weiß ich nicht, wie nennt man das? Jin? Magische, dieser Araber hier auf diesem fliegenden Teppich, ey! Ja, da ist was am Liegen. Die gehen jetzt nicht echt auf die Leute los, oder? Das sieht überhaupt nicht ernstzunehmend aus, ey. Guck mal, wie die sich zu den Himmel wehnt. Kannst du nicht ernst nehmen, Muster. Da oben. Komm runter da. Was zum... Du Pisser, steh auf. Ich glaube, ich spinne, der pennt sich hier erstmal ein. Und zwar da, wo ich nicht mal hinkomme. Ey. Oh, was? Schon sagen, du siehst es gar nicht an. Ich habe jetzt gar nicht den Schwanz angreifen. Habe ich den jetzt noch abgetrennt kriege, der ist gleich kaputt, glaube ich. Er ist schon geumpelt. Ich glaub, wir versuchen ihn zu fangen. Aber nein. Dim, 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 dim. Los, macht die fliegenden Viecher hier kaputt. Ja, boah. Voll ab. Angetäuscht, ey. Hut auf, Hut, du, du. Ich habe nicht echt am Schwert, dass das hier so viel abzieht. Ich habe einfach nur so gefunden. Ich habe einfach so Erz hier. Hier am Vulkan habe ich Erze abgeerntet. Nachdem ich hier irgendwie, weiß ich nicht, den Olvidon oder so erledigt habe. Da habe ich da irgendwie so ein Rätsel. Weiß ich nicht, was das war. Nicht ein Rätsel am Amulett, aber. Jetzt Amulette, die tun da so, weiß ich nicht, ja, so Amulette hinterlassen. Wenn man die so am Ende schätzen lässt. Das war irgendwie so ein Rätselsplitter oder irgendwie sowas. Da stand einfach nur so, musste mal poliert werden. Dann kannst du auch so am Ende schätzen wie die Amulette. Und ja, als ich dann poliert hatte, war da ein rostiges Schwert und Schild. Das voll schlecht war. Irgendwie Minuswerte gegeben. Irgendwas -70% oder so. Ja, und dann. Ich habe einmal verbessert. So wie jede andere Waffe. Und dann ist es immer noch nicht besser geworden. Er sind nur leichter. Schaden hat sich nur erhöht, aber ich habe immer noch Minuswerte bekommen. Dann habe ich noch mal poliert und dann war awesome. Hat irgendwie, weiß ich nicht, Drache 240 oder 400 irgendwas gegeben, weiß ich gar nicht. Schaden gegen Drachen oder kann ich noch mal weiter auch polieren. Das ist bestimmt die stärkste Waffe. Eine der stärksten Waffen. Ich hoffe, das gibt es auch für andere Waffen wie Großschwerter oder so. Weil würde ich gerne mal haben. Die Waffe ist verdammt stark. Ja, wie schnell ich den hier kaputt haue. Könnte man jetzt nicht so meinen bei dem Viech. Ja, kaputt. Ja, da hatte ich einen echten Glücksfund. Da werde ich jetzt mal gleich gucken hier, wie da was abernten kann gleich. Aber ich glaube, die Zeit reicht nicht mehr. Uraganpanzer. Uraganschuppe. Gesundheitserholung. Danke, brauche ich jetzt nicht. Uragan-Panzer. Uragan-Panzer. Versuchen wir noch schnell irgendwas abzubauen, was wahrscheinlich nicht mehr klappen wird. Habe ich nach dem Kampf gegen Volvidon gefunden. Nehme ich hier einfach so ein Erz abgehauen habe. Ungefähr hier, oder? Da hinten. Da hinten sind auch welche, glaube ich. Metzstein, verdammt. Machaliterz, verdammt, okay. Weiß nicht, wie ich an diese Dinger rankomme, aber ich glaube, die sind voll geil. Ja, 25 Minuten, damit kann ich mal anfangen, ehrlich gesagt.
Wir haben viel bekommen. Ich habe mal irgendwie 4 Sachen nur bekommen. Beim Rathalos-Kampf. Warum kriege ich so viele Rätselamulette? Vor allem, ich wechsle das sowieso nie. Ich kriege immer... Ist sowieso blöde. Ja, Drache plus 5. Guck mal, wenn ich kann... Eisabwehr plus 6. Wenn ich mal irgendwie so 10 oder so bekommen will, das wäre gut. Da kann ich wenigstens einen Staatswert erhöhen, aber so 4-5 Punkte oder so, das bringt mir nichts. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, und da wollen sie alle mit mir reden. Jetzt kommt Zeit des Schicksals. Mach Chaka Angriff auf Zerdeus und bring Dorf Frieden. Dann gibt's Chacha fest. Dann Chacha gewinnt Wahl zum Dorfchef, macht politische Geschichte. Opa, opa, wat? Also erst Chacha Abfahrt für letzte Herausforderung. Lakai kann wohl kommen auch. Vergiss nicht, antike Maske zu packen. Chacha warnt. Blockstärkung, okay. Mit mir nichts bringen. Jetzt große Schlacht, wir jagen Zerdeus fort und machen Dorf wieder zum Heim und Frieden und Liebe von Groovigkeit. Was? Dann Kayama wird größer, Mogga halt aller Zeiten und wird zum Star Yamba. Und los, Kayama, dich mitnehmen zum ultimativen Herausforderung. Das große Ehre, weißt du? Denk nur daran, antike Maske mitzubringen. Ja. Aber das du ihn zu erzählen. Das Dorf Mogga steht vor einer Katastrophe, wie es noch nie eine erlebt hat. Aber schau, niemand ist weggelaufen. Gemäß meinen Pflichten als offizielle Gilde-Verbindungsperson habe ich ihr meinen Bericht über die Lage geschickt. Fortschrittsbericht. Dorf ohne Zwischenfälle evakuiert. Jäger und Verbindungsperson bleiben, bis Evakuierung der Insel abgeschlossen. Hihi, jetzt können sie uns nicht ins Hauptquartier zurückholen, weil wir auf die Dorfbewohner aufpassen. Operation Zeitverschwendung läuft wie geplant. Dafür werde ich sicher befeuert, meinst du? Zerbrich dir nicht deinen hübschen Kopf, deswegen, furchtloser Jäger. Im Ernst, ich betrachte dieses Dorf und alle Bewohner als meinen größten Schatz. Die da oben können mich mal alle im Dunkeln besuchen. Klar, die Rezession, Jobs sind furchtbar schwer zu finden, aber darum mache ich mir Sorgen, wenn es soweit ist. Jedenfalls, während du weg warst, sind wir alle zusammengekommen und haben eine Entscheidung getroffen. Da du die Lage retten willst und so finden wir das Mindeste, was wir tun können, ist, dich zu unterstützen. Wir alle zusammen haben das Basislager für dich einsatzbereit gemacht. In konkreten Dingen musst du mit dem Sohn des Chefs besprechen. Er hat alle Fäden in der Hand. Oh, und vergiss nicht, deinen kleinen Freund seine antike Maske anlegen zu lassen, bevor er rausgeht. Alles klar, dann kannst du jetzt losgehen. Das ganze Dorf steht hinter dir, zumindest im Geiste. Jetzt beginnt deine größte und schwierigste Jagd, meine ich. Rette das Dorf Mogga. Das sieht so was von nach letzter Kampf aus. Wie geht's denn danach weiter? Was sagst du da? Keiner von den Dorfbewohnern will bei der Evakuierung mitmachen? Vertrau mir, ich weiß es. Das Mädchen vom Markt hat mich richtig zusammengetaucht. Sie sagt, sie besorgt die Werkzeug und Arznei. Und das Mädchen vom Ausrüstungsladen will irgendwo hingehen, bis sie nicht die beste Waffe für dich gefunden hat. Selbst dieser Verliehenkoch sagt mir, die Moorhound kann mir mit leeren Magen jagen. Ist das zu glauben? Wenigstens die Kinder sollten weg. Juno hatte sie schon in dem Boden und rate, wer sich weggeschlichen hat. Jeder von ihnen hat gesagt, dass du es schaffen wirst. Sie haben nicht den leisesten Hauch eines Zweifels. Ehrlich gesagt wollte ich dich bitten, die Jagd lieber aufzugeben, wenn alle weg sind. Aber jetzt, ich zweifle auch nicht an dir. Ich glaube an dich, junger Hüpfer. Wir sind bereit. Du kannst den Zerdeus jederzeit angreifen und ich weiß, dass du ihn für uns vertreiben wirst. Ich habe noch nie einen Jäger wie dich gesehen, außer mir selbst damals. Du bist stark, geschickt, klug, gut aussehend. Und wo... Und du hast uns versprich, dass du in ein Stück zurückkommst. Okay. Mein Gott, jeder will ja mit mir reden. Hey, da bist du ja. Unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen. Der Zerdeus ist in seinen Unterwasserhöhle. Wir haben direkt über seinen Kopf ein neues Lager gebaut. Ja, super. Wenn Chuchu oder der andere Zwerg die Maske aufsetzen, wirst du bis zum Meeresgrund Luft haben. Hören wir gut zu. Die Höhle ist voller antiker Waffen. Und das ist selbst der beste Jäger könnte... Und das ist gut. Selbst der beste Jäger könnte diese... Es ja nicht mit einer einzelnen Handwaffe erledigen. Warte den richtigen Moment ab und setze dann die antiken Waffen dort ein. Du wirst schon wissen, was du zu tun hast. Das Schicksal unseres Dorfes liegt in deinen Händen. Wieder einmal. Wir drücken dir die Daumen. Wieder einmal. So, mehr gibt's ja jetzt nicht, ne? Ja. Da wird schon wieder mit mir sprechen, aber ich würde sagen, ein paar Gespräche heben wir uns noch für nächstes Mal auf. Da will auch niemand mit mir sprechen, glaube ich, ja. Ich würde sagen, mit den ganzen Leuten reden wir dann noch in der nächsten Folge von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. Wo wir aber noch nicht gegen den Zerdeus, sondern gegen dieses andere Viech da kämpfen. Guter Plan, ne? Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.